Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten, und willkommen zu... Ja, wir haben letztes Mal das Videoband Happy Birthday gefunden, das wir hier in unserem Inventar haben. Wir haben zum Glück jetzt auch, wir haben zum Glück jetzt auch mehr Munition als am Anfang des letzten Parts. Da hatten wir nämlich gar nichts. Einmal gerade die Übersicht, was wir haben. Wir haben 10 Kugeln. Ne, wir haben sogar 23 Schuss in der einen Waffe, 20 Schuss für die andere Waffe, 9 Schuss mit der Flinte sogar. Und wir haben sogar noch für den Granatwerfer 2 Flammgranaten. Das heißt, wir sind, was Munition angeht, sogar ziemlich gut aufgestellt. Ich lade gerade einmal noch alles durch. Ja. Moment. Funktioniert die etwa auch mit ganz normaler Munition? Okay, so wie es aussieht, ja. Dann würde ich wohl eher auf die zurückgreifen. Weil die stärker ist wahrscheinlich als die andere Pistole. Ich hoffe, ich finde irgendwann nochmal einen Reparatursatz. Dann würde ich nämlich... Ich habe hier noch dieses Schatzfoto. Was ist... Ja, was... Ich möchte da ehrlich gesagt nicht hingehen, weil ich glaube, dass das im Keller ist. Und ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Videoband an. Happy Birthday. Experiment. Can trespassing. Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das Herz. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Okay, wir stecken also jetzt gerade in der Haut von irgendeinem, der hier gefangen genommen wurde. Und müssen als er scheinbar jetzt Rätsel lösen. Darum geht es für Lucas. Er stellt Leute davor, Rätsel zu lösen. Nehmen wir diese Kerze, damit wir wenigstens etwas Licht haben. Lucas spielt, das ist wohl Lucas' Art. Er spielt Spielchen mit den Leuten. Ganz toll. Kommt mir das nur so vor, oder füllt sich das langsam auf? Nee, es sinkt auch wieder ab. Aber wir haben hier sonst auch nichts mehr zu tun. Was ist das? Kommen wir jetzt raus? No. No, 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 no. Haben wir hier irgendwas drin? Das ist wie so ein Escape Room. Wo man einfach in irgendeinem Raum drin feststeckt. Und irgendwie versuchen muss, da rauszukommen. Der Titel des Videos war ja auch Happy Birthday, Experiment. Kann ein eingefangener Idiot Rätsel lösen?
Hier summt irgendwas. Da plätschert irgendwas. Ist hier noch irgendwas? Luftballons. Cool. Scheint wirklich irgendwie wie nach so einer Geburtstagsparty zu sein. Die Tür geht nicht auf. War ja auch nicht zu erwarten. Dann bleibt wohl kein anderer Weg als hier rein in... Wow, was war das? Was ist das? Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keine Grenzen. So. Ich war voll tot sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Okay, das war Wasser. Irgendwie müssen wir da eine Kombination rausfinden. Können wir die Kerze irgendwie wieder anzünden? Ein Aufziehschlüssel. Toll, jetzt kommt hier Alkohol raus. Ich habe mich eben voll erschreckt. Die Kerze brennt nicht. Wir müssen diese Kerze erst anzünden. Okay, passt nicht. Wir müssen dafür irgendwas finden. Wenn wir hier durchgehen, spritzt hier Wasser raus. Das heißt, es löscht unsere Kerze. Wenigstens sehen wir aber jetzt auch ohne Kerze was. Damit lässt... Ah, okay. Okay. Was ist das? Das ist... sind Bilder von einem Geburtstag. Da ist ein Hund. Da sind Clowns drauf. Da ist die Oma. Das scheint irgendein Kindergeburtstag von Lukas zu sein. Ich glaube auch das Kinderzimmer, in das wir beim letzten Mal gegangen sind, war das von Lukas. Das würde nichts nützen. Ist das Feuer? Nee. Wir haben hier so viele Dinge, mit denen wir noch nichts anfangen können. Okay, das hier ist jetzt so ein bisschen rumpuzzeln. Was ist das hier? Okay. Jetzt haben wir wieder die Kerze. Die ist an. Können wir hier... Da strömt ja Gas raus oder so. Die Kerze benutzen? Das würde nichts nützen. Wir können die Kerze... Können wir die wegstecken? Nein, können wir nicht. Müssen wir aber unbeschadet da reinbringen. Das heißt, wir brauchen irgendwie... Wir müssen irgendwie das Feuer schützen. Ich sehe jetzt nicht doch irgendwas. Doch, wir können die Spülung drücken. Bäh. Echt widerlich. Mann, ist das eklig. Verschmutztes Fernrohr. Ah, Moment. Vielleicht muss ich mir ja das hier angucken. Oder ich muss das erstmal sauber machen. Ist das Wasser, was da rausspritzt? Nein. Wenn ich hier jetzt nochmal durchgehe... Ist das Fernrohr jetzt sauber? Nein. Ja, jetzt ist es sauber. Schön.
Jetzt einmal mit dem Fernrohr würde ich mir ganz gerne dieses... Jo, jetzt sieht das Bild anders aus. Okay, einmal dieses Männchen mit dem... das so nach oben sticht, und das letzte ist ein Fötus, das zweite ist so ein Rabe, der auf einem Felsen liegt oder so. So, als erstes dieser Mensch, der nach oben sticht. Ich glaube, das ist der hier. Dann ein Rabe auf dem Felsen. Und dann dieser Fötus. Okay, und was ist das? Eine Strohpuppe. Eine Strohpuppe. Was können wir mit einer Strohpuppe machen? Können wir die hier dran stecken? Können wir das Fernrohr da dran stecken? Nein. Sonst haben wir hier noch... Da ist ein Raum. Steht da Hepe? Hepe? Oder so ein Peace-Zeichen oder so, oder ein Mercedes-Zeichen, keine Ahnung. Das würde hier nichts nützen. Können wir die Strohpuppe anzünden? Ja klar. Jetzt haben wir einen Puppenfinger. Können wir den jetzt da reinstecken? Nein. Puppenfinger. Wir haben doch so einer Puppe die Kerze weggenommen. Müssen wir der jetzt ihren Finger zurückgeben? Was ist das? Okay, wir müssen diese Puppe scheinbar zusammenbauen. Und hier das Fernrohr rein? Wir müssen also noch irgendwas für den Körper finden. Den Aufziehschlüssel vielleicht? Das ist der Clown. Müssen wir die Kerze anzünden und die dem Clown geben? Von dem haben wir die ja immerhin bekommen. Nein, passt nicht. Okay. Was soll denn das denn dann bringen? Wir brauchen noch irgendwas für die Hand von dem Clown. Es kommt kein Wasser heraus. Ja, super. Das ist toll. Hä? Das da, das sieht aus wie die Umrisse von einem Menschen. Wenn ich das jetzt angucke, sieht das dann auch anders aus? Nein, hier ist immer noch dieses Luft oder so, was das, oder was das ist. Kann ich das durchbrennen? Ja, klar, gut. Luftballons, die platzen, wenn ich mit der Kerze dran komme. Okay, das ist cool. Wahrscheinlich ist in einem dieser Luftballons was drin und ich muss das finden. Am besten gehe ich dann auch mal so in eine Hocke, dann erwische ich die Luftballons auch alle. Ohne Passwort wird es kaum gehen. Okay, da brauchen wir ein Passwort. Bum, bum, bum. Mach alles kaputt. Ach so, einen Ballon kann man also mitnehmen. Muss der Clown so einen Ballon haben? Erstmal die ganzen anderen Ballons hier noch kaputt machen. Vielleicht bringt das ja was. Wer weiß, es könnte ja sein, dass das was bringt. Toll, da komme ich nicht mehr dran. Zugriff verweigert. Zugriff auf diesen einen Ballon verweigert.
Werden das überhaupt weniger oder spawnen die neu? Aber ich glaube, es sind nicht mehr viele, ne? Nur noch die, die hier liegen. Vielleicht ist in einem dieser Ballons was Nützliches drin. Davon bin ich immer noch überzeugt, dass in dem letzten Ballon irgendwas drin ist, was ich brauche. Oder ich kriege ein Achievement dafür. Ja, dann war's das wohl. Dann ist hier noch dieser eine Ballon, wo ich nicht mehr dran komme. Aber ich habe einen Ballon und den gebe ich jetzt dem Clown. Das wäre meine nächste. Ja, passt nicht. Toll. Toll. War hier noch irgendwas an dieser Spüle? Muss ich den platzen lassen? Sieht nicht so aus, als ob es brennen würde. Ja, toll. Kerze aus. Das lässt sich nicht stopfen. Hier war noch was. Da den Ballon dran? Passt nicht. Der Ballon passte hier ja auch nicht dran. Und doch. Au, da waren Nägel drin. Federhalter. Da hat Lucas sich aber was ganz Tolles ausgedacht. Ich wäre übrigens auch in Deckung gegangen bei diesem Ballon. Kann ich da den Federhalter reinstecken? Dann den Federhalter dem Clown geben. Ja. Und aufdrehen. Und jetzt schreibt er was in das Buch, und zwar wahrscheinlich das Passwort, ne? Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Komm mal, nein! Nein! Loser. Okay. Loser. Das ist also das Passwort. Der ritzt einem das dann einfach in die Haut. Ganz toll. Nicht happy. Loser. Bitte schreibt da Loser hin. Loser. Ja, der ist ziemlich lose. Loser. Okay. Wir haben einen neuen Raum. Ventil. Okay. Wir haben ein Ventil. Das kommt dann wahrscheinlich hierhin. Damit können wir jetzt das Wasser abstellen, oder? Ja. Also können wir jetzt die Kerze anzünden. Happy fucking birthday. Okay. Best! Best! Best!
Mach das Wasser wieder an. Okay. Darauf habe ich sogar irgendwie Lust, muss ich sagen, mit Lucas Spielchen zu spielen. Wenn das das ist, was uns mit Lucas erwartet, dann finde ich das irgendwie sogar cool. Sowas mag ich, dass jemand Spielchen mit uns spielt. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Ich würde aber sagen, das waren schon 20 Minuten, die wir jetzt verbracht haben hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Resident Evil Biohazard. Bis dann, Leute. Ciao.